knietief im Wasser stehend, krank von der schlechten Luft, arbeitete er langsam und besonnen. Stundenlang, keuchend, heiß und kurzatmend. Dann war er total erschöpft und schlief ein. Sobald er erwachte, lauschte er. Und als er keinen Rettungstrupp hörte, machte er sich wieder an die Arbeit. Er grub auf diese Weise einige Tage. Und im Ganzen waren es doch nur 4 Meter. 100 Mal hat er später geträumt, dass er gräbt und gräbt und sich durchs Gestein wühlt. MacAllan, der Bergmann, der dann Bergbauingenieur wurde, der Erfinder des härtesten Bohrmaterials der Welt, das nach ihm Alanit benannt wurde. MacAllan, der Mann, der die Menschheit mit dem gewaltigsten Bauprojekt aller Zeiten konfrontiert. Der Tunnel. Eine Szenenfolge von Helmut Svoboda. Nach dem Roman von Bernhard Kellermann. Haben Sie gesehen? Lloyd ist soeben in seine Loge gekommen. Mit seiner Tochter. Schöne Frau. Und schöne Brillanten. Schauen Sie sich das Collier an. Kein Wunder bei dem Vater. Übrigens, die ersten Brillanten, die der Alte besessen hat, haben noch ganz anders ausgesehen. Wie meinen Sie das? Hat er auf den Diamantenfeldern gebuddelt? Man könnte es so nennen. Aber auf eine, sagen wir, unkonventionelle Weise. Er war Kantinenwirt auf einem australischen Diamantenfeld. Dann hat er doch nicht selbst gegraben. Oh, doch. Er hat den Arbeitern, die aus den Minen kamen, zuweilen etwas in den Whisky getan, sodass sie binnen weniger Minuten erbrechen mussten. Na und? Ich verstehe nicht. Ach, Sie wissen doch. Die Minenarbeiter schlucken gelegentlich einen schönen Stein, um ihn bei der Leibesvisitation nicht abgeben zu müssen. Und da hat dann eben so mancher einen Stein auf dem Klosett der Kantine abgegeben. Vom Teufel. Es gibt schmutzigere Arten, zu Geld zu kommen. Aber jetzt gibt er großzügig Millionen aus. Für Bibliotheken, Universitäten, Sternwarten, was weiß ich. Aber er spekuliert doch immer noch mit anderen. Na sicher, vom Geld verschenken kann er ja nicht leben. Er ist wahrscheinlich der reichste Mann Amerikas und auf jeden Fall der beste Geschäftsmann des Landes. Gesundheitlich soll es ihm aber nicht besonders gut gehen, hört man. Er ist krank, wahrscheinlich sogar schwer krank. Aber man erfährt ja nicht viel. Er lebt in seiner Wohnung eingeschlossen wie in einem Fort, meterdicke Wände, Panzertüren. Ich bin so froh, dass wir in das Konzert gegangen sind. Ich bin froh, dass Lloyd doch noch gekommen ist. Hoffentlich bringt mich Hobby zu ihm. Sonst ist der Abend vertan. Ach, Mac, wie du sprichst. So ein wundervolles Konzert und du denkst nur an Lloyd und an deine Projekte. Sei mir nicht böse, Maud. Du kennst mich ja. Ne? Mac! Ah, da ist der Hobby. Maud, meine Zeit lebensverehrt. Ich bin glücklich, dich wiederzusehen. Mac, alter Bursche, komm sofort mit mir. Der alte Lloyd erwartet dich schon sehnlichst. Oh, und seine Tochter auch. Maud, du entschuldigst bitte, ja? Mr. Lloyd, das ist der große Erfinder. Ethel, darf ich Ihnen meinen alten Freund MacAllan vorstellen? Er hat ein großartiges Projekt, das er mit Ihrem Herrn Papa besprechen möchte. Ich kenne es. Mein Vater hat mit mir darüber gesprochen. Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Mr. Allen. Sie müssen wissen, dass ich alle Dinge, die mich lebhaft interessieren, stets mit meiner Tochter bespreche. Und Ihr Projekt hat mich sehr interessiert. Im Übrigen können Sie unbesorgt sein, meine Tochter ist absolut verschwiegen. Wir haben stundenlang über Ihre Pläne gesprochen und ich glaube, ich habe Papa mit meiner Begeisterung angesteckt. Ich finde Ihr Projekt faszinierend und großartig. Wir müssen freilich noch einige wichtige Details erörtern. Und darum habe ich unseren gemeinsamen Freund ersucht, Sie hierher zu bringen. Also zunächst, wie sieht Ihre Terminplanung aus? Sind Ihre Vorbereitungen so weit gediehen, dass Sie mit dem Projekt sofort in die Öffentlichkeit gehen können? Ich brauche noch etwa 3 Monate.
Gut, dann stimmen wir also alles auf diesen Zeitpunkt ab. In 3 Monaten werden wir im Atlantic Hotel eine Konferenz mit den prominentesten Finanziers des Landes abhalten. Meine Herren, Mr. Lloyd ist durch eine Unpässlichkeit verhindert, selbst an dieser Konferenz teilzunehmen und hat mich gebeten, Ihnen Mr. McAllen, den Erfinder des Diamantstahls Alanit, vorzustellen und Ihnen gleichzeitig Mr. Allens neues Projekt ans Herz und an die Brieftasche zu legen. Ein Projekt, das Mr. Lloyd ausdrücklich das größte und kühnste aller Zeiten genannt hat. Ein derartiges Unternehmen erfordert aber nicht nur genialen Erfindergeist, sondern auch eine ansehnliche Menge Finanzkapital. Ich habe daher, gleichfalls im Auftrag von Mr. Lloyd, mitzuteilen, dass er selbst sich an dem Projekt mit 25 Millionen Dollar beteiligen wird, wenn es heute hier zur Gründung eines entsprechenden Syndikats kommt. Und nun wird uns Mr. Allen genaueres über sein Projekt erzählen. Mac, jetzt bist du dran. Meine Herren, wenn Mr. Lloyd meinen Plan das größte und kühnste Projekt aller Zeiten genannt hat, dann fürchte ich, Ihre nun zweifellos hochgespannten Erwartungen enttäuschen zu müssen. Denn mein Projekt ist letzten Endes kaum kühner als etwa der Bau des Panamakanals oder der Straßenbrücke von Ceylon nach Vorderindien. Es handelt sich um den Bau eines Unterwassertunnels, der Amerika mit Europa verbinden soll. Sobald die erforderlichen Mittel bereitgestellt werden, verpflichte ich mich, innerhalb von 15 Jahren einen solchen Tunnel zu bauen und darin Expresszüge zu führen, die in 24 Stunden von Europa nach Amerika gelangen können und umgekehrt. Darf ich nun auf die Details eingehen? Ausgangspunkt des Tunnels auf amerikanischer Seite wird ein Punkt 100 Kilometer südlich von New York sein. Endpunkt in Europa ist die französische Biscaya-Küste. 2 Zwischenstationen auf den Bermudas und den Azoren werden notwendig sein, um die Arbeiten rasch genug vorantreiben zu können. Sie werden dadurch zu Angelpunkten des Weltverkehrs werden. An dieser Stelle möchte ich einfügen, dass der Bau submariner Tunnel der modernen Technik keine unüberwindbaren Schwierigkeiten bereitet. Wie ja vor 3 Jahren der Beringstraßentunnel. Ah, ganz richtig. Und eben jetzt in unseren Tagen der neue Ärmelkanaltunnel zur Genüge bewiesen gewiss hat. Gewiss, der Ärmelkanaltunnel ist 50 Kilometer lang und mein Transatlantiktunnel wird 5000 Kilometer lang sein. Aber das ist der einzige Unterschied. Ich werde Ihnen am Schluss meines Vortrags noch Gutachten der ersten Kapazitäten auf den Gebieten der Geologie, des Tunnelbaus, der Ozeanographie und der Finanzwissenschaft vorlegen. Zusammenfassend kann ich aber jetzt schon sagen, dass es durchaus realistisch ist, von einer Bauzeit von nur 15 Jahren zu sprechen. Denn mit meinem Hartstahl, dem Alanit, ist es möglich, auch die härtesten Gesteinsmassen rasch und relativ billig zu durchbohren. Lassen Sie mich jetzt noch kurz ein paar Worte über die Elektrizitätsmengen sagen, die wir für den Bau benötigen. Sie entsprechen etwa der Kapazität der Niagara-Kraftwerke. Aber da diese schon vergeben ist, werden wir für uns entsprechende eigene. Die Hitze schien sich urplötzlich verdreifacht zu haben. In Schweiß gebadet lagen sie alle in den Sesseln und das Wasser rann ihnen über die Gesichter. Selbst die Kühlapparate, die hinter den Gebüschen und Sträuchern aufgestellt waren und ununterbrochen kalte, ozongesättigte Luft aushauchten, schufen keine Linderung mehr. Es war wie in den Tropen. Chinesische Boys in kühles, schneeweißes Linnen gekleidet, glitten lautlos zwischen den Sesseln hindurch und reichten Limonade, Horse's Neck, Ginfis und Eiswasser. All das half nichts. Die Hitze stieg in Schwaden von der Straße herauf und wälzte sich als glühender Brodem, den man mit den Händen greifen konnte, über den Dachgarten. New York aus Eisenbeton und Asphalt
war wie ein tausendzelliger Akkumulator, der die Glut der letzten Wochen aufgespeichert hatte und sie jetzt ausspie. Und ununterbrochen gellte und schrie die fiebrige Broadway-Schlucht tief unten. New York, von den Menschen zwischen 3000 Meilen Ozean und 3000 Meilen Kontinent aufgetürmt, dieses kochende, schlaflose New York selbst schien zu fordern, zu beschwören, anzupeitschen zu immer größeren, immer unerhörteren Anstrengungen. New York selbst, das Gehirn Amerikas, schien zu denken, einen Riesengedanken hin und her zu wälzen, zu gebären. Hobby, wie steht es? Na, so etwas habe ich noch nicht erlebt. Es ist wie in Wall Street nach den Wahlen. Was? C.B. Brown wollte gehen. Ist nicht möglich. Nein, nein, du musst hören. Er will gehen, sagt, die Sache sei ihm zu gewagt und steigt in den Lift, aber sie sind hinter ihm her und ziehen ihn mit aller Gewalt an den Rockschößen aus dem Lift wieder heraus. Ja, das ist keine Lüge. Yeah, gods and little fishes. Kilgaller, pass auf, Kilgaller steht in der Mitte und schwingt die Gutachten und schreit wie ein Ausrufer, dagegen können Sie nicht ankommen, dagegen können Sie nichts sagen. Zehn Minuten nach dieser Sitzung spielte der Telegraph nach New Jersey, Frankreich, Spanien, den Bermudas und Azoren. Eine Stunde später hatten Allens Agenten für 25 Millionen Dollar Ländereien aufgekauft. Diese Ländereien befanden sich in der für den Tunnelbau denkbar günstigsten Lage. Allen hatte sie schon vor Jahren ausgewählt. Sie bestanden aus dem schlechtesten und billigsten Boden. Dünen, Heiden, Moränen, kahle Inseln, Riffe, Sandbänke. Die aufgekauften Gebiete lagen alle entfernt von größeren Städten, denn Allen brauchte diese Städte nicht. Seine Heiden und Dünen waren berufen, in Zukunft selbst Städte zu tragen, die die Umgebung verschlangen. Während die Welt noch schlief, flogen Allens Telegramme durch die Kabel und durch die Luft und überrumpelten sämtliche Börsen der Welt. Und am Morgen erbebte New York, Chicago, Amerika, Europa und die ganze Welt bei dem Wort Atlantik-Tunnel-Syndikat. Die Nachricht war sensationell, unerhört, kaum fassbar, kühn. Mac Allen. Wer war er? Was hatte er getan? Woher kam er? Wer war er, der Bursche, der über die Nacht vor die Front der unbekannten Millionen trat? Einerlei, wer er war. Er hatte es fertiggebracht, das Tag um Tag gleichmäßig dahinsausende New York aus den Geleisen zu werfen. Die Augen saugten sich fest an den Ansichten prominenter Persönlichkeiten, die ihre Meinung über den Tunnel veröffentlichten. C.H. Lloyd. Europa wird ein Vorort Amerikas werden. Der Tabakmann H.F. Herbst. Du kannst einen Waggon Waren von New Orleans nach St. Petersburg schicken, ohne umladen zu müssen. Der Multimillionär H.I. Bell. Ich werde meine Tochter, die in Paris verheiratet ist, anstatt dreimal im Jahr zwölfmal sehen können. Verkehrsminister de la Forêt. Der Tunnel bedeutet für jeden Geschäftsmann ein geschenktes Lebensjahr an gesparter Zeit. Allen arbeitete zuweilen 20 Stunden hintereinander. Tagtäglich war er von Beratungen mit Finanzleuten, mit Ingenieuren und Technikern in Anspruch genommen. Sein Prinzip war, dass man alles in der Hälfte der Zeit tun könne, die man zu brauchen glaubt. Je erregter die Luft um Allen fieberte, desto wohler fühlte er sich. Maud dagegen hatte eingebüßt an Glanz und Frische. Sie war fahler und schmaler geworden und ihre glatte Stirn war nachdenklich gefaltet. Mac war wochenlang unterwegs. Er lebte in D-Zügen und wenn er sonntags nach Hause kam, brachte er Arbeit mit, die keinen Aufschub erlaubte. Oft kam er nur, um zu schlafen, zu baden, zu frühstücken. Und in Maud blieb eine Leere zurück, in der es brodelte von Groll und Verlangen. Eines Nachmittags erschien Maud im Syndikatsgebäude und ließ Mac durch den Diener sagen, dass sie ihn sofort zu sprechen wünsche. Mr. Allen hat eine wichtige Besprechung mit Mr. Wolf, gnädige Frau. Ich darf nicht stören. Sagen Sie ihm, es ist dringend. Seine Frau möchte ihn sprechen. Dringend, sofort. Wie Sie wünschen, gnädige Frau. Mr. Allen. Mr. Allen lässt Sie bitten, noch einen Augenblick hier im Salon Platz zu nehmen. Er wird sofort kommen. Ja, danke.
Ich werde warten. Sie können gehen. Was ist los, Liebling? Um Himmels Willen, du weinst ja. Ist etwa gar mit Edith etwas passiert? Nein, Mac. Edith ist nichts passiert. Aber sie fragt nur immer nach dir und ich muss ihr sagen, dass du zu arbeiten hast. Na ja, ne? Aber ich halte das alles nicht mehr aus. Ich sehe dich nur noch an den Sonntagen und neuerdings nicht einmal dann. Aber Maud. Vor 2 Wochen musstest du nach Chicago. Vorige Woche hast du Wolf, dieses Ekel, mitgebracht. Dieses Ekel Wolf treibt die Milliarden auf, die wir für den Tunnel benötigen. Er ist mir auch nicht sympathisch. Aber er ist der beste Finanzmanager des Landes. Das war eine ganz wichtige Besprechung, von der viel abhing. Es handelt sich nicht nur um die Sonntage. Gestern habe ich gewartet und gedacht. Was gestern? Was war denn gestern? Nicht einmal jetzt weißt du es. Ediths Geburtstag war gestern. Och. Und wir haben dich den ganzen Tag nicht gesehen. Ediths Geburtstag? Nein, wie konnte ich denn das nur vergessen? Ach, Maud, es tut mir wahnsinnig leid. Aber ich weiß manchmal wirklich nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Jetzt am Anfang ist so unendlich viel zu ordnen und zu organisieren. Später wird das alles viel besser. Das höre ich jetzt schon seit Monaten. Arbeit, Termine, Konferenzen, Reisen, Besprechungen, Sitzungen. Was ist denn das für ein Leben? Ja, was machen wir denn da? Vielleicht solltest du ein wenig aufs Land fahren. Ein paar Wochen in die Berkshire-Berge oder nach Florida. Allein? Ja. Willst du mich denn ganz los sein? Ach, sprich doch keinen Unsinn. Du tust mir wirklich leid. Ich will nicht, dass ich dir leid tue. Ich will auch nicht, dass du mir leid tust, wenn du vor lauter Arbeit zugrunde gehst. Da kannst du unbesorgt sein. Arbeit bringt mich nicht um. Und eine so faszinierende Arbeit wie der Tunnel schon gar nicht. Glaubst du wirklich, dass diese ungeheure Arbeit sich lohnen wird? Ist es wirklich so wichtig und so nützlich, in 24 Stunden nach Europa zu kommen, statt in einer Woche mit dem Dampfer? Es geht nicht nur um die Kürze der Zeit. Es geht um die Präzision, mit der der Fahrplan eingehalten werden wird. Und vor allem geht es um die Sicherheit. Der Tunnel macht uns vom Wetter unabhängig. Die Reisenden laufen nicht mehr Gefahr, irgendwo im Ozean von den Fischen gefressen zu werden. Kannst du dich noch an die Katastrophe der Titanic erinnern? Ja. Ja. Wie schrecklich das war. Eben. Wie viele unglückliche Menschen sind damals ums Leben gekommen? 1600 beim Untergang der Titanic. Und 4000 sind spurlos verschwunden, als die Kosmos mitten im Ozean verscholl. Das alles wird künftig nicht mehr möglich sein. Aber die Flugzeuge, Mac. Die Zeitungen schreiben, man würde Menschen in Flugzeugen über den Atlantik befördern können. Das ist eine Utopie, mein Schatz. Wie vielen Luftschiffen ist es denn bisher überhaupt gelungen, den Atlantik zu überqueren? Wohlgezählten 2 Stück. Gewiss, es werden mehr werden, aber für den Massenverkehr kommen sie überhaupt nicht in Betracht. Von einem Tag zum anderen waren an allen Straßenecken New Yorks riesige Plakate aufgetaucht. 100.000 Arbeiter gesucht für den Tunnelbau. Schon eine halbe Stunde, nachdem das Riesenplakat New York überschwemmt hatte, drängten sich auf den mit Kalk bespritzten Brettern belegten Granitstufen des Syndikatsgebäudes Scharen von Arbeitssuchenden zusammen. Und das gesamte Heer der Arbeitslosen, das zu jeder Zeit gegen 50.000 beträgt, wälzte sich durch 100 Straßen nach Downtown. In den Parterre-Räumen, wo noch Leitern, Böcke und Farbkübel herumstanden, stießen sie auf Ellens Agenten, kalte, erfahrene Burschen mit dem Blick von Sklavenhändlern. Sie sahen durch die Kleider hindurch das Knochengerüst ihres Mannes, seine Muskeln und Sehnen. Was grau war und schwächlich, was die mörderische Arbeit New York schon ausgesogen hatte, das ließen sie liegen. Und noch am gleichen Tag erschienen auf allen 5 Stationen Trupps von Männern mit Messinstrumenten und Bündeln von Markierungsstäben. Und hinter ihnen die ersten Güterzüge mit Baumaterial. Und dann schon die ersten Züge mit Arbeitern. 2 Uhr waren sie angeworben worden, um 3 Uhr saßen sie schon im Zug nach der New Jersey-Küste, wo Architekt Frank Hobby als Chef der amerikanischen Station die Vorarbeiten leitete. Was? Schon wieder ein Materialzug? Wie soll ich das mit 1000 Mann schaffen? Hier, Hobby.
Lassen Sie Mac sagen, ich brauche bis morgen früh 6 Uhr weitere 2000 Mann. Was ist mit den Feldküchen los, Leute? Ihr müsst schneller machen! Schneller! McCrane jagt euch alle zum Teufel! 3 Tage nach dem ersten Spatenstich war die Tunnelstadt ein Minencamp gewesen. Dann ein Feldlager und eine Woche später eine ungeheure Barackenstadt, in der 20.000 Menschen kampierten, mit Schlachthäusern, Molkereien, Bäckereien, Bazaren, Bars, Post und Telegraph, einem Hospital und einem Friedhof. Abseits von ihr stand schon eine ganze Straße fertiger Häuser, Edensonsche Patenthäuser, die an Ort und Stelle gegossen wurden und innerhalb von 2 Tagen fix und fertig waren. Die ganze Stadt war dicht mit Staub bedeckt, so dass sie fast weiß erschien. Die wenigen Grasbüschel und die vereinzelten Büsche waren zu Zementhaufen geworden. Die Baustelle war hier 400 Meter breit und zog sich 5 Kilometer weit ins Land hinein. Sie wurde in Terrassen abgebaut, die tiefer und tiefer stiegen. An der Mündung der Tunnelstollen sollte die Sohle der Terrassen 200 Meter unter dem Meeresspiegel liegen. Heute eine sandige Heidefläche mit einer Heerschar von buntfarbigen Flöcken, morgen ein Sandbett, übermorgen eine Kiesgrube, ein Steinbruch, ein ungeheurer Kessel aus Konglomeraten, Sandsteinen, Tonen und Kalk und zuletzt eine Schlucht, in der es wimmelte wie von Maden. Das waren Menschen, winzig von oben gesehen, weiß und grau vom Staub, graue Gesichter, Staub in den Haaren und Wimpern und einen Brei von Staubmasse zwischen den Lippen. 20.000 Menschen stürzten sich Tag und Nacht in diese Baugrube hinein. Wie ein See glitzert, so glitzerten drunten die Picken und Schaufeln. Hornsignale, Staub wirbelt empor, ein steinerner Koloss neigt sich vornüber, stürzt, zerfällt und Knäuel von Menschen wälzen sich in die Staubwolke, die emporjagt. Die Bagger kreischen und jammern, die Paternosterwerke winseln und kreischen unaufhörlich, Krane schwingen, Karren sausen durch die Luft und die Pumpen drücken Tag und Nacht einen Strom von schmutzigem Wasser durch mansdicke Röhren empor. Die fieberhafte Aktivität auch an der französischen Küste und auf den ozeanischen Stationen. Bisher ungekannte gigantische Gezeitenkraftwerke liefern die Energiemassen, die für das gewaltige Projekt benötigt werden. Auf 15 Jahre hat McAllen die Dauer des Bauvorhabens veranschlagt. Werden sie ausreichen? Monate verbringt Allen im Tunnel, um raschere Arbeitsmethoden zu entwickeln. Von Jahr zu Jahr steigert sich die Arbeitsleistung um 5%. Doch immer noch geht es zu langsam. Mut sah Mac, seit sie in die Tunnelstadt gezogen waren, häufiger als in den ersten Jahren des Baus. Aber Mac selbst hatte sich verändert. Er gab sich Mühe, gut gelaunt zu erscheinen, aber er war zerstreut, absorbiert von der Arbeit. Hobby hingegen kam fast täglich zum Lunch oder Dinner, einerlei, ob Ellen da war oder nicht. Na, Mut, wo steckt Mac denn heute wieder? Eine gute Frage, wo steckt er denn? Lass mich nachdenken. Ach ja, heute in Montreal, morgen in Chicago, übermorgen will er wieder hier sein, wenn es wahr ist. Jedenfalls treibt das nicht so wie der alte Wulf mit seinen sogenannten Nichten, von denen er in jeder Stadt mindestens eine hat. Was? Weißt du übrigens, dass er von jeder eine Haarlocke mit nach Hause bringt und im Safe aufbewahrt? Das ist zwar sein Geheimnis, aber ich weiß es trotzdem. Ja, hör mir mit diesem schmierigen Burschen auf. Es ist ein Finanzgenie, Maud. Das sagt Mac auch. Na schön, dann ist er eben eins. Mir ist er trotzdem einfach widerlich. Viele Frauen reden nicht so über ihn. Weil er sie sich kauft. Im Gegensatz zu dir, du Vielgeliebter. Also, das sind doch alles nur Verzweiflungstaten, seit du mir damals einen Korb gegeben hast. Manchmal denke ich, wie wohl alles geworden wäre, wenn ich dich geheiratet hätte. Das ist schwer zu sagen. Also, wie soll ich das wissen? Wie wäre das geworden? Vielleicht wären wir sehr glücklich miteinander gewesen. Wahrscheinlich schon. Ich meine... Hast du mich wirklich geliebt oder hast du nur so getan? Oh doch, Maud, ich habe dich geliebt. Es ist mir damals nicht leicht gefallen, als... Aber wovon reden wir denn da? Jetzt sind wir eben... Gute Freunde.
auf Hank. Maud. Oh Gott. Bitte geh sofort und vergiss, was ich gesagt habe. Aber bitte, Maud. Bitte geh. MacAllan stand wie ein geißelschwingendes Phantom über der Erde und peitschte zur Arbeit an. Seine Bohrmaschinen hatten sich unterdessen in 5 Arbeitszentralen schon meilenweit in die Finsternis hineingefressen. Gearbeitet wurde 24 Stunden täglich, auch an Sonn- und Feiertagen. Und Allen zwang seine Leute in 4 Stunden das zu leisten, was sie bei langsamem Tempo in 8 Stunden geleistet haben. Wo die Bohrmaschine arbeitete, hieß allgemein die Hölle. Der Lärm war hier so ungeheuer, dass fast alle Arbeiter mehr oder weniger taub waren. Die Bohrer setzten mit einem klirrenden Schrillen ein. Der Berg schrie wie 1000 Kinder auf einmal in Todesangst. Er lachte wie ein Heer Irrsinniger. Durch den kochend heißen Stollen heulten 5 Meilen weit schreckliche, unerhörte Töne und Interferenzen. Alle Befehle mussten auf optischem Wege gegeben werden. Riesige Scheinwerfer schleuderten ihre grellen Lichtkegel, bald gleißend weiß, bald blutrot, in das Chaos von schweißüberströmten Menschenknäueln. Mitten in diesem Chaos aber bebte und kroch ein staubbedecktes Ungetüm wie ein Ungeheuer der Vorzeit, das sich im Schlamm gewälzt hatte. Allens Bohrmaschine. Die Arbeiter sangen ein Lied, das einer aus ihren Reihen gedichtet hatte. Gründen der Tunnel, Donner, in der heißen Hölle, Brüder, tief ist die Hölle heiß. Einen Dollar extra für die Stunde. Einen Dollar extra zahlt dir Mac für deinen Schweiß. Alles in allem hatte der Tunnel in 6 Jahren nicht mehr Opfer gefordert als andere technische Großbetriebe. In Summa 1713 Menschenleben, eine verhältnismäßig niedrige Zahl. Allen pflegte alljährlich im Oktober eine Generalinspektion der amerikanischen Baustelle vorzunehmen. Bei den Ingenieuren und Beamten hieß sie das jüngste Gericht. Auch im 7. Baujahr kommt Allen zu dieser Generalinspektion und begibt sich mit Chefingenieur Harriman bis zur vordersten Arbeitsstelle, bis in die Hölle. Der Stollen lag hier 4400 Meter unter dem Meeresspiegel. Die glühende Atmosphäre, von Staubsplittern erfüllt, riss die Luftwege wund. Harrimans Augen traten aus seinem roten Gesicht hervor, als ersticke er. Allens Lungen aber waren an sauerstoffarme Luft gewöhnt. Die donnernde Arbeit machte ihn lebendig. Er ging aus seiner Ruhe und Schweigsamkeit heraus. Schrie, gestikulierte. Die Stollenwände haben hier eine ungewöhnliche Farbe. Ist das alles das neue erzhaltige Gestein? Ja, das ist alles mit Submarinium angereichert. Ah ja. Die Montanwerke waren ganz wild darauf. Aber leider ist es nur eine kurze Strecke vorhanden. Jetzt haben wir es mit viel ärgerem Material zu tun. Nicht wahr, O'Neill? Das ist O'Neill, Mr. Allen. Einer unserer tüchtigsten Ingenieure. Man findet ihn fast immer hier in der Hölle. Ja, wie den Teufel, Mr. Allen. Aber leider bin ich nicht so sauber geleckt wie der mit dem Pferdefuß. Freut mich, Sie wiederzusehen, O'Neill. Allen weiß das wahrscheinlich gar nicht, dass wir uns schon lange kennen. Als ich Sie angeheuert habe, war er noch auf Bermuda. Ja, und jetzt arbeite ich schon das 6. Jahr hier im Tunnel. Aber eins kann ich sagen, so verdammt heiß war es noch nie und so hartes Gestein hat es auch noch nie gegeben. Wir müssen jede Stunde neue Kronen auf die Bohrer setzen. Aber das wird ja wohl irgendwann ein Ende nehmen. Der rote Gneis mit dem Submarinium da hat ja auch nicht lange gedauert. Eine ungewöhnliche geologische Situation, in der wir da sind. Aber 5000 Meter unter dem Meeresspiegel sieht eben manches ganz anders aus als auf der Erde oben. Da hoffen wir, dass bald was Besseres nachkommt. Hobby kommt heute Nacht wahrscheinlich noch in den Stollen. Wenn Sie dann wieder Schicht haben, O'Neill, dann können Sie ihm von den Problemen mit den Bohrern erzählen. Allman und ich werden auch nachdenken.
Einsalm, Glück auf. Glück auf, Mr. Allen. Und grüßen Sie die Oberwelt vom Teufel. Wenn wir mit den Leuten von der Dreierschicht ausfahren wollen, müssen wir uns beeilen, Mr. Allen. Schon gut, ich komme. Einige Minuten vor 4 Uhr ereignete sich die Katastrophe. Der rauchende Schuttberg einer Sprengung rollte rasend schnell vorwärts. Leiber, Köpfe, Arme und Beine verschlingend wie eine wirbelnde Lawine. Die Bohrmaschine, dieses Panzerschiff aus Stahl, wurde wie eine Wellblechbaracke aus den Schienen gehoben und gegen die Wand geschleudert. Der Wald aus Pfosten krachte zusammen und begrub mit dem niedergehenden Gestein alles unter sich, was lebte. Das geschah in einer einzigen Sekunde. Kilometerweit braust die Welle der Vernichtung durch den Tunnel. Erst der unbeschreibliche Lärm, dann die dichte Staubwolke und dahinter der schwarze Rauch des Stollenbrandes. Panik bricht aus. Instinktiv drängt alles dem Ausgang zu, der hunderte Kilometer entfernt ist. Lokomotiven werden voreilig in wilder Hast in Gang gesetzt, während die dazugehörigen Waggons die Schienen blockieren. Verletzte schleppen sich zurück, brechen zusammen, werden vom Schutt überrollt. Hunderte sind auf der Stelle tot, Tausende in Todesgefahr, Zehntausende in blinder Panik. Zu Hilfe! Mr. Hobby, zu Hilfe! Rasch! Rasch, komm, ich helf dir! Komm, komm! Dort hin! Mr. Hobby, was ist geschehen? Ich Mr. Hobby! Ah, mein Fuß! Lieber Gott im Himmel, was ist mit meinem Fuß? Ah. Pass auf! Mimi! Ganz langsam. Komm, wir müssen fort von hier. Halt dich an meinem Gürtel fest. Ja. Lord, mein halt dich an meinem Gürtel fest. Komm, lassen Sie mich nicht, oh Lord. Komm, hier, Vorsicht, hier durch. Die zwei Klinten, gefährliche Kinder. Komm, du raus. Verlassen Sie einen armen Nigger nicht. Komm, du, halt dich fest. Oh. Nein, so. Ja. Oh. Komm, hier durch. Komm, hier. Ich dachte, du wärst schon draußen. Warte, wir graben dich. Wir graben dich heraus. Halt die dich auf, Hobby. Okay. Hier durch. Hier durch. Ich weiß es. Komm, ich hilf dir. Komm, wir graben hier raus. Tu mir nur einen einzigen Gefallen. Ich habe keine Hand mehr. Hobby, ich bitte dich. Da drüben liegt meine Pistole. Erschieß mich. Wir kriegen dich schon raus. Lord, hörst du mir, Gott, und immer. Hilf mit einem armen Nigger. Geh du hier weg. Und hilf mit der Hobby. Und nimm den Mann hier. Lieber Herr, Gott, der Hilfstransport muss ja bald kommen. Hier. Nein. Lass doch. Es ist vorbei, mich rettet nichts mehr. Ich will hier nur nicht als lebend eingemauerter verrecken. Ich flehe dich an, bitte erschieß mich. Bitte, Hobby. Bitte, Hobby, erschieß mich. Mach die Augen zu. Warum denn? Ich habe nichts mehr zu fürchten. Mach die Sag Augen mir, zu. Es war nicht meine Schuld. Und jetzt mal schnell. Ihr müsst weiter. Warte. Mach weiter. Mach weiter, wir müssen fort. Geh hier durch. Da ist der Jackson, Sir. Washington Jackson. Komm, ich helf dir. Geh hier durch. Weiter, weiter. Reiß die Zähne zusammen. Eine sind nur 6 Jahre alt. Rasch fort. Rasch fort. Bitte bleib nicht. Lass die Mutter hier noch. Da. Da. Geh da unten durch. Rascher, rascher. Halt das Maul. Bis die Luft noch drauf. Geh durch, weiter. Die Panik im Tunnel reißt auch jene mit, die gar nicht unmittelbar betroffen sind. Ein- und ausfahrende Züge verkeilen sich, vermehren das Chaos. Nur einige Ingenieure bleiben in den Stollenstationen zurück, sofern sie nicht von den rasenden Massen mitgerissen oder zertrampelt werden. Als schließlich die Nachricht von der Katastrophe die Außenwelt erreicht und der erste Hilfszug einfährt,
trifft er vorerst auf jene, die bloß kopflos geflohen sind und nun mit Messern und Fäusten um einen Platz kämpfen. Erst Stunden später nähern sich die Hilfszüge den Verletzten, den Verschütteten, den Zusammengebrochenen. Der erste Tote wird ans Tageslicht gebracht. Ein Arbeiter, der bei einem Zweikampf um einen Platz den Kürzeren zog. Dieser arme Kamerad hier ist nur der erste von Tausenden von Toten, die Sie noch bringen werden. Und wer ist schuld an dem Unglück? Die Herren Ingenieure! Die Menge wälzte sich über das Schuttfeld in den grauen Regen hinein, umheult von wirrem Lärm. Polizisten wurden mit Steinblöcken bombardiert und wild gewordene fanatische Weiber stürmten auf die Villen und Landhäuser der Ingenieure zu. Mac Allen ist auswärts. Das Telegramm mit der Hiobsbotschaft erreicht ihn in Buffalo. Aber Maud und ihre Tochter wohnen in der Tunnelstadt. Um Gottes Willen, was ist denn geschehen? Was hat Mac euch denn getan? Er hat unsere Männer umgebracht. Im Stollen sind alle tot. Alle sind tot. Alle sind tot. Erschlagen sie doch. Ja. Menschen, spüren wir es nicht. Ja. Ja. Was macht ihr denn? Ja. Ihr schlagt ja mein Kind. Ja. Edith, du blutest ja. Zog die rasende Menge plötzlich weiter. Maud und Edith lagen sterbend unter den Steinen, von niemandem beachtet. Als Mac Allen nach rasender Fahrt zurück in die Tunnelstadt kommt, erfährt er, was geschehen ist. Für Stunden scheint es ihm, als sei sein eigenes Leben nun zerstört. Aber er hat eine Aufgabe, die er nicht abwerfen kann, den Tunnel. Seelisch ausgehöhlt, körperlich zum Umfallen müde, nimmt er mit eisernem Willen die Rettungsaktion in die Hand. Bis Tunnelkilometer 340 ist alles in Ordnung. Rettungszüge sind bis Kilometer 370 vorgedrungen, dann war der Rauch zu dicht. Haben Sie Überlebende mitgebracht? Ja, rund 150. Und wie viele sind jetzt noch vermisst? Nach den Kontrollmarken ungefähr 2900. Wo ist Hobby? Unter den Vermissten. Man hat ihn zuletzt gesehen, als er stolleneinwärts fuhr. Sonst noch etwas? Von der Station 352 wurde telefoniert, dass möglicherweise weiter vorn noch eine Lüftungsstation in Betrieb ist, zu der aber keine Sprechverbindung besteht. So. Und was haben Sie während der letzten 24 Stunden gemacht, Harriman? Ich habe getan, was ich tun konnte. Die Leute wollten nicht auf mich hören. Sie sind hier im Büro gesessen, statt sich der Menge zu stellen und Gewalttaten zu verhindern. Sie sind unfähig. Sir, ich habe 5 Jahre lang den Tunnel bei... Ja, Sie sind ein Mann für schönes Wetter. Wenn es ernst wird, versagen Sie. Sie sind entlassen. Und ebenso alle Stolleningenieure, die ihren Posten verlassen haben. Mac Allen fährt in den Tunnel ein. Dringt weiter vor als irgendeine Rettungsmannschaft vor ihm. Der Präzisionsautomat Mac Allen funktioniert weiter. Was ihn antreibt, ist die Hoffnung, Hobby noch lebend bergen zu können. Mac und sein Rettungstrupp kämpfen sich voran, finden Tote, Verletzte, Irrsinnige. Ein Ingenieur berichtet, dass auf einer Station noch 7 Menschen am Leben seien. Hobby ist nicht unter ihnen. Zu Fuß geht es weiter in den Tunnel. Und dann hört Allen eine feine, leise Stimme. Und noch einmal. Nun glaubten auch die anderen, einen fernen Laut zu vernehmen. Rufend und horchend suchten sie den finsteren Stollen ab. Zuletzt stießen sie in einem Querschlag auf einen Greis, der am Boden hockte, den Kopf gegen die Wand lehnte. Neben ihm lag ein toter Neger mit offenem Mund. Der Greis lächelte schwach. Er machte den Eindruck eines 100-Jährigen, abgemagert, welk, mit schneeweißen, dünnen Haaren. Mac,
Du kommst mich holen. Das ist gut. Gut. Ich hab ja gewusst, du wirst mich holen. Ich hab es gewusst. Robbie, bist du verletzt? Nein. Nur der Neger da, der hat es nicht mehr geschafft. Ich habe versucht, ihn mitzunehmen, aber zuletzt ist er dann doch. Wo ist die Tragbare? Fahrt ihn sofort hinaus und nehmt auf der nächsten Station den Arzt mit. Mach's gut, Hobby. Die Aufräumungsarbeiten gehen unablässig weiter. Reporter und Neugierige strömen herbei. Das Krematorium der Tunnelstadt verbrennt Tag und Nacht die Leichen. McAllen und die Ingenieure sind es, die allein oder gemeinsam mit Spezialmannschaften die Bergungsarbeiten durchführen. Die Arbeiterheere selbst blieben untätig. Sie hatten die Arbeit niedergelegt. Zu Tausenden standen sie in langen Reihen und sahen zu, was Allen und seine Ingenieure trieben. Sie standen und regten keine Hand. Vormittags hatte McAllen Maud und Edith eingeäschert und am Nachmittag, noch betäubt von Trauer und Schmerz, sprach er stundenlang zu den Tausenden. Je länger er sprach, desto mehr fühlte er seine alte Kraft und seinen alten Glauben an sein Werk zurückkommen. Hier stehe ich, um mit euch zu reden. Ihr alle kennt mich. Ihr schreit, ich, McAllen, hätte 3000 Menschen getötet. Das ist eine Lüge. Die Arbeit hat 3000 getötet. Ihr habt Freunde verloren, ich weiß es. Auch ich habe Freunde verloren. Genau wie ihr. Wir sind quitt. Ich selbst bin ein Arbeiter wie ihr. Ich hasse Feiglinge. Die Feiglinge sollen gehen, die Mutigen aber sollen bleiben. Arbeit ist nicht bloß ein Mittel, satt zu werden. Die Arbeit ist ein Ideal. Sie ist die Religion unserer Zeit. Der Tunnel gehört nicht einzelnen Kapitalisten. Er gehört dem Volk, dem ganzen Volk. Er gehört euch. Allen spürte, wie der Funke von ihm auf das Meer von Köpfen übersprang. Ausrufe, Geschrei, Bewegung. Der Kontakt war da. Als er sie aber aufforderte, die Arbeit wieder aufzunehmen, da wurde es plötzlich wieder eisig still ringsum. Die Angst kam wieder über sie. Allen hatte verloren. Ein Ultimatum, die Arbeit wieder aufzunehmen, wird mit Fortsetzung des Streiks und mit einer Massendemonstration in New York beantwortet. Da bringen sie dich am Galgen, Daniel. Nicole, lass das Fenster zu. Also sehr schmeichelhaft ist dieses Abbild ja gerade nicht. Ich bin nun einmal keine Schönheit. Hat sich eben allmählich rumgesprochen. Aber sehr sicher fühle ich mich hier im Auto gerade nicht. Oh, da bringen sie jetzt Wolf. Was haben sie denn dem um den Hals gehängt? Kinderpuppen. Oh. Seine minderjährigen Freundinnen sein. Ach, was Wolf anlangt, so wäre das vermutlich gar nicht das Schlechteste, wenn man ihn aufknüpfen würde. Der Bursche ist enorm tüchtig, aber trauen tue ich ihm nicht ganz. Und was ist das da? Lass mich schauen. Ethel, du sollst das Fenster nicht runterkurbeln. Wenn sie uns erkennen, erschlagen sie uns. Muss doch nicht sein. Ich habe keine Angst, aber wie du meinst, Papa. Ellen hat schon genug Probleme. Es ist nicht notwendig, dass er auch nur unseretwegen Verdruss hat. Ich habe ihn am Tag nach der Katastrophe gesehen, aber er hat mich nicht bemerkt oder auch nicht bemerken wollen. Ich weiß es nicht. Er hat damals so nichts wahrnehmen können, was nicht direkt mit der Katastrophe zu tun hatte. Weiß man eigentlich schon, was die Ursache war? Die Experten sind sich noch nicht ganz einig.
Also sicher ist, dass bei den Bohrarbeiten völlig unerwartet ein riesiger Hohlraum angeschlagen wurde, der vermutlich mit explosiven Gasen angefüllt war. McElden war also in keiner Weise schuld. Das war zweifellos höhere Gewalt. Und wenn es zu dem Gerichtsverfahren kommt, von dem die Zeitungen schon geschrieben haben, dann wird er doch sicher freigesprochen. Kein Geologe hat diesen Hohlraum vorhergesehen. Und in gewisser Hinsicht hat diese Katastrophe sogar ihr Gutes gehabt. Der Hohlraum ist, soweit sich das jetzt schon feststellen lässt, rundum mit 10 Meter dicken Schichten von Submarinium ausgekleidet. Und dafür werden die Bergbau schon mein Vermögen zahlen. Aber Wolf schon dafür sorgen. Immer dieser scheußliche Wolf. Wann hast du selbst gesagt, dass er an den Galgen gehört? Noch nicht. Erst muss er die Tunnelfinanzen in Ordnung bringen und das wird ihm auch gelingen. Aber du kennst ja das Sprichwort, wer zum Hängen geboren ist, wird nicht ersaufen. Bobby saß auf den Stufen seiner Villa, das Kinn in die Hand gestützt, in Gedanken versunken. Er war elegant wie immer gekleidet, aber die Kleidung wirkte stutzerhaft. Denn es war die Kleidung eines jungen Mannes, aber der, der sie trug, war ein Greis. Da bist du ja wieder, Mac. Wo warst du denn die ganze Zeit? Ah, ein bisschen in Europa. Und wie geht's dir, alter Junge? Besser. Es geht besser. Auch mein verfluchter Kopf arbeitet schon wieder. Was sagt der Arzt? Der Arzt ist zufrieden. Geduld, sagt er immer wieder. Geduld. Machst du schon wieder Entwürfe? Ja. Ja, da sieht er das nur an. Da. Mein Hund. Und hier nochmal. Und nochmal. Ja, ja, ja. Ja, ich zeichne gern. Ich werde nur so rasch müde. Aber bald werde ich Vögel zeichnen. Wunderbare Vögel. Und weißt du, wenn ich so da sitze, sehe ich die herrlichsten Vögel in meinem Kopf. Und alle bewegen sich. Komm, trink einen Schluck mit mir. Ja, gern. Wo? Ah ja, das hast du mir gesagt. In Europa warst du. Mhm. War Maud auch mit? Was? Maud? Nimmst du noch einen Whisky? Nein, danke, ich hab noch zu tun, weißt du? Ja, siehst du, so geht das. Ist das zuweilen mit meinem Kopf? Ich weiß natürlich, was geschehen ist. Maud ist tot. Sie war ein liebes Mädchen, aber du warst zuletzt gar nicht nett zu ihr. Du hast sie viel zu viel allein gelassen. Ja, ich weiß, Robin. Ich muss jetzt gehen. Willst du mitkommen? Wohin? In den Tunnel. Oh. In den... Nein, oh, bitte, nein. Nicht dorthin. Ja. Nein. Ist schon gut. Nein. Bleib nur. Morgen komme ich dich wieder besuchen. Ja? Der Streik, der sich über viele Monate erstreckt hat, ist abgebrochen worden. Die Gewerkschaftskassen sind leer. Jetzt gibt es wieder Arbeitskräfte mehr als genug, die sich um billigsten Lohn verdingen. Und es gelingt auch, hunderttausende kleine Aktionäre für das Projekt zu begeistern. Nicht eine Rotte von Kapitalisten und Spekulanten sollte den Tunnel bauen. Er sollte Eigentum des Volkes, der ganzen Welt werden. Und das Geld des Volkes ließ nicht auf sich warten. Denn die Menschen haben stets die Kühnheit und den Reichtum bewundert. Die Kühnheit ist ein Triumph über den Tod, der Reichtum ein Triumph über den Hunger.
Und nichts fürchten die Menschen mehr als den Tod und den Hunger. Das Leben war wahnsinnig und mörderisch, leer, sinnlos. Allen gab diesem Heer von Zeitungslesern und Zuschauern eine neue Melodie, ein Lied aus Eisen und knisternden elektrischen Funken. Und so strömen die kleinen Leute an die Bankschalter und kaufen Tunnelaktien. Eine gigantische Spekulationswelle bahnt sich an. Da aber zog sich für Allen ganz unerwartet ein zweites Ungewitter über dem Syndikat zusammen. Ein Ungewitter, das weitaus verheerendere Folgen haben sollte als die Oktoberkatastrophe. Mr. Wolfs zottiger Büffelschädel hatte einen napoleonischen Gedanken ausgebrütet. Er hatte mit diesem Gedanken gespielt, ihn großgefüttert, und eines Tages hatte dieser Gedanke ihn überwältigt. Wolf wollte nicht wie ein Trabant um Allen kreisen, er wollte Mittelpunkt sein. In 10 Jahren würde es eine neue Großmacht geben, die Großmacht Wolf. In 10 Jahren würde die Großmacht Wolf den Tunnel annektieren. Dieser Plan war eingraviert in seinem Schädel und er handelte danach, kühn, kalt, ohne Gewissensbisse. Er hatte auf eigene Rechnung spekuliert, obwohl ihm sein Vertrag das untersagte. Eine Nachricht für Sie von Mr. Lloyd. Ja, geben Sie. Haben Sie ein Auge auf S.W.? S.W. war es Wolf. Wenn Lloyd ihn warnte, geschah es nicht ohne Grund. Allen rief sofort Rasmussen, den Vertreter Wolfs, und bat ihn, eine Kontrollkommission zur Prüfung der Finanzsituation des Syndikats zusammenzustellen. Rasmussen verbeugte sich höflich und versprach, die Kommission bis zum nächsten Morgen zusammenzustellen. Noch am gleichen Abend erschoss sich Rasmussen. Eine Geheimrevision ergibt gewaltige Abgänge, die in der letzten Bilanz verschleiert wurden. Da sind Sie ja, Wolf. Freut mich, Sie wiederzusehen. Trauriger Anlass. Leider. Was sagen Sie zu Rasmussen? So ein begabter Mensch. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum. Sprechen wir nicht von Rasmussen, sprechen wir von Ihnen, Wolf. Und von Ihren Spekulationen. Ja, ich habe in letzter Zeit etwas Pech gehabt. Eine unglückliche Hand. Ich habe die Baumwolle eine Woche zu früh verkauft. Und das Zimt zu spät. Dadurch sind leider Verluste entstanden, aber die lassen sich gut machen. Das Syndikat wird alle Ihre Handlungen und auch Ihre Spekulationen decken, wenn Sie im Interesse und im Dienste der Gesellschaft Verluste erleiden oder erlitten haben. Aber Ihre vorjährige Bilanz war Schwindel. War Betrug. Sie haben auf eigene Rechnung spekuliert und Millionenbeträge unterschlagen. Da. Sie können diese Berichte und Telegramme ja selbst lesen. Ich wollte Geld schaffen. Um jeden Preis. Unsere Lage war verzweifelt. Wir... Nicht wir, Sie allein. Sie haben in Budapest, in Petersburg und vorübergehend auch in London und in Brüssel Millionenbeträge auf eigene Rechnung deponiert. Sie haben Ihre Privatgeschäfte mit dem Geld des Syndikats getätigt. Ich gebe Ihnen Zeit bis morgen Abend um 6 Uhr. Punkt 6 Uhr lasse ich Sie verhaften. Hören Sie, Allen. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Wir arbeiten jetzt 7 Jahre zusammen. Und ich habe in dieser Zeit für das Syndikat Dutzende Millionen verdient. Das war ja schließlich die Aufgabe, für die Sie bezahlt wurden. Und zwar sehr großzügig bezahlt wurden. Ich gebe zu, es war eine Entgleisung. Aber ich bin der einzige Mensch, der das alles noch in Ordnung bringen kann. Wenn Sie mich fallen lassen, fällt das Syndikat. Wenn Sie mich in den Tod treiben, reißen Sie sich selbst mit in den Abgrund. Der Skandal wäre das Ende des Tunnels. Ich weiß. Ja und? Ich habe Ihnen gesagt, was ich zu sagen hatte. Ich gebe Ihnen bis morgen Abend 6 Uhr Zeit. Wolfs Initiative ist erlahmt. Er wandert und fährt ziellos durch New York. Erst eine Stunde vor dem entscheidenden Termin entschließt er sich zur Flucht, lässt sich in einem Friseursalon seinen charakteristischen Bart abnehmen,
wartet auf die U-Bahn, um zum Hauptbahnhof zu fahren. Es ist 5 Minuten vor 6 Uhr. Neben ihm liest ein Fahrgast Zeitung. Ein entsetzlicher Gedanke erwachte in Wolf. Er sah verstohlen nach dem Passagier hin. Der las ruhig weiter. Aber in der Zeitung war ein Riss. Und durch diesen Riss starrte ein scharfes Auge. Es war vorbei. In diesem Augenblick flog der Zug herein. Und S. Wolf sprang zum Entsetzen der Wartenden auf die Gleise hin. Extra-Ausgabe! Bankier Wolf wirft sich vor die Subway! Wolf im U-Bahn-Tunnel in 3 Teile zerschnitten! Letzte Meldung, warum Wolf Selbstmord beging! Das blutige Ende einer Hyäne! Wolf, Unglücksfall oder Selbstmord! Erst Rasmus und jetzt Wolf! Der Bankrott des Tunnelsyndikats! Es kommt zu einem jähen Kurssturz der Tunnelaktien und zur Panik der ganzen Börse. Die Bankpaläste waren die ganze Nacht taghell erleuchtet. Direktoren, Kassierer, Sekretäre kamen tagelang nicht aus den Kleidern. Ein Heer von Firmen stellte die Zahlungen ein. Kein Tag verging ohne Bankrotte, kein Tag ohne Opfer. Täglich warfen sich Ruinierte vor die Räder der Subway. Die Panik sprang über nach Frankreich, England, Deutschland, Österreich und Russland. Aber inmitten dieser Unruhen und Schrecken, inmitten von weltweiten Streiks, Massenarbeitslosigkeit, Not, Selbstmordepidemien, stand das Tunnelsyndikat immer noch aufrecht. Es war ein Wrack, durchlöchert, krachend in allen Fugen, aber es stand. Das war Lloyds Werk. Er hatte eine Versammlung der Großgläubiger einberufen und war persönlich erschienen, um zu sprechen, was er seit mehr als 20 Jahren nicht getan hatte. Das Syndikat darf ganz einfach nicht fallen. Sein Fall würde namenloses Unglück in aller Welt bedeuten. Und der Tunnel ist zu retten, wenn man klug und sorgsam vorgeht. Ein taktischer Fehler aber würde bedeuten, dass das Unternehmen ein für alle Mal als gescheitert anzusehen wäre. Und das wiederum hieße, dass die Entwicklung der gesamten Industrie um 20 Jahre zurückgeworfen würde. Im Frühjahr wird die Krise vorüber sein. Unterdessen aber müssen zum Januartermin die Zinsen der kleinen Anleihegläubiger auf Heller und Pfennig ausbezahlt werden, wenn eine zweite und noch schlimmere Panik vermieden werden soll. Der Plan scheitert durch einen banalen Zufall. Bei der Auszahlung der Zinsscheine kommt es durch Kleingeldmangel zu einer Verzögerung. Die Schalter werden vorübergehend geschlossen. Aber die stundenlang wartenden Menschenmassen glauben, das sei die Bankrotterklärung des Tunnelsyndikats. Es kommt zu chaotischen Szenen, zu Plünderung und Brandstiftung. Unersetzliche Dokumente und Unterlagen gehen verloren. Das Syndikat muss tatsächlich den Konkurs erklären. McAllen aber ist in Acht und Bann. Er gilt als der Hauptschuldige an der weltweiten Wirtschaftskrise. Kein Hotel wagt es mehr, ihn aufzunehmen. Auf einer entlegenen Farm im fernen Westen erreicht ihn schließlich ein Telegramm von Ethel Lloyd. Papa bittet Sie, auf unserem Gut in Manitoba Wohnung zu nehmen, solange Sie wollen. Er würde sich sehr freuen, wenn Sie sein Gast wären. Sie können dort nach Belieben Forellen fischen und reiten. Im Sommer kommen wir Sie dann besuchen. Hier in New York legt sich der Sturm allmählich. Doch McAllen wird unter Anklage gestellt und verhaftet. Die Konkursverwaltung des Syndikats bot eine ungeheure Kaution. Ebenso Lloyd. Aber Allen lehnte beide Angebote ab. Er blieb im Untersuchungsgefängnis, wo er täglich mit dem neuen technischen Leiter die einstollige Weiterführung des Tunnels besprach. Kernpunkt der Anklage? Die bewusste Irreführung der Geldgeber im Allgemeinen und der kleinen Aktionäre im Besonderen. Sie haben sich verpflichtet, den Tunnel im Lauf von 15 Jahren zu bauen. Also nach Ablauf der 15 Jahre die ersten Züge verkehren zu lassen. Ja. Nun sind bis jetzt mehr als 7 Jahre verstrichen. Aber der Tunnel ist noch nicht einmal zu einem Drittel fertiggestellt. Wie erklären Sie das? Ja, ein vergleichbares Bauwerk dieser Größenordnung hat es nicht gegeben. Die Zeitangabe konnte daher stets nur eine Schätzung, eine gewissenhafte Schätzung auf der Basis anderer Erfahrungen sein. Waren Sie persönlich überzeugt, das Vorhaben binnen dieser 15 Jahre ausführen zu können? Es wäre mir ein leichtes, darauf mit Ja zu antworten. Es gäbe keine Möglichkeit der Nachprüfung, welche subjektive Meinung ich vor 8 Jahren gehabt habe. Aber ich will Ihnen dennoch
eine ehrliche Antwort geben. Überzeugt war ich nicht. Aber ich hoffte, unter günstigen Bedingungen den Termin einhalten zu können. Sie haben also mit diesen günstigen Bedingungen gerechnet? Ich war selbstverständlich darauf vorbereitet, dass Schwierigkeiten auftreten könnten, die den Bau um 2-3 Jahre verzögern könnten. Oder auch um 5 Jahre? Allenfalls auch um 5 Jahre. Sie haben den Termin von 15 Jahren genannt, um auf diese Weise das Projekt leichter starten zu können? Ja. Der Schuldspruch ist unvermeidlich. Zu viele Geschädigte wollen ihr Opfer haben. Die Härte des Urteils überrascht dennoch. 6 Jahre und 3 Monate. Selbstverständlich geht das Verfahren an die Berufungsinstanz und schließlich an den obersten Gerichtshof. Die finanzielle Krise war unterdessen abgeflaut. Handel, Verkehr und Industrie begannen sich zu erholen. Das Volk hatte seinen fanatischen Hass verloren. Ethel Lloyd war an der Arbeit, Ellens Sache zu ordnen. Die Zeitungen brachten günstiger gefärbte Artikel. Und als der Supreme Court Ellen freisprach, wurde das Urteil mit großem Jubel aufgenommen. McAllen geht wieder an die Arbeit. Ohne große Hoffnung, den Tunnelbau fortsetzen zu können, versucht er nur, das bereits Geschaffene vor dem Verfall zu retten. Er hat sich von den Menschen zurückgezogen, lebt abgeschlossen und isoliert, für niemand zu sprechen, außer für seine Ingenieure. Doch Ethel Lloyd ließ sich durch Hindernisse nicht abschrecken. Sie hatte sich vorgenommen, Ellen zu sprechen, koste es, was es wolle. Abend um Abend lauert sie ihm in ihrem Auto auf, um ihn einmal allein zu sehen. Nach einer Woche schließlich ist es soweit. Gerade als er den Fuß auf die Stufen des Eingangs setzte, öffnete Ethel den Schlag ihres Autos und rief seinen Namen. Mr. Allen? Ethel Lloyd, was tun Sie hier? Bitte seien Sie mir nicht böse. Ich möchte mit Ihnen sprechen und da Sie hier niemanden vorlassen, habe ich Ihnen hier im Auto 2 Stunden lang aufgelauert. Ich will nicht unhöflich sein. Bitte kommen Sie mit. Ich stehe zu Ihrer Verfügung, Miss Lloyd. Ich freue mich wirklich sehr, Sie wiederzusehen. Aber Sie sehen nicht gut aus. Ich verstehe sehr gut, dass Sie für einige Zeit Ruhe und Abgeschlossenheit nötig hatten, aber auf die Dauer ist es nichts. Ich glaube, dass Ihnen etwas fehlt. Der Tunnel, der Weiterbau am Tunnel, nicht die Instandhaltung. Glauben Sie ja nicht mehr daran, dass Sie den Tunnel fertig bauen können und fertig bauen müssen? Wer in der Welt sonst könnte diese Arbeit vollenden? Und vor allem, verzeihen Sie, wenn ich mich wiederhole, Sie selbst gehen ja zugrunde, wenn Sie diese Arbeit nicht fertigstellen können. Angenommen, Sie hätten recht. Was dann? Dann müssten Sie Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um den Bau wieder fortsetzen zu können, statt sich hier in dieser Betonburg einzusperren. Ich habe alles versucht. Es ist kein Geld aufzutreiben. Haben Sie auch mit meinem Vater gesprochen? Ja. Auch er hat mir keine Hoffnung gemacht. Wann war denn das? Kurz nach meinem Freispruch. Ach, damals. Da waren Papas Hände gebunden. Unterdessen hat sich die Situation geändert. Erst kürzlich hat mir Papa gesagt, ich würde vielleicht die gesamte Finanzierung übernehmen. Aber ich werde Ellen mit dem Geld nicht nachlaufen. Da soll er schon selbst kommen. Das bitte ich Sie allerdings als streng vertraulich zu betrachten. Papa weiß nicht, dass ich hier bin. Ja, aber ich muss jetzt gehen. Das war wirklich sehr liebenswürdig, dass Sie mich aufgesucht haben, Miss Ethel. Am nächsten Tag erhielt Ellen eine eigenhändig geschriebene, äußerst freundschaftlich gehaltene Einladung von Lloyd, die deutlich Ethels Diktion verriet. Na, dass man Sie wieder einmal sieht, Ellen. Wie ich höre, sperren Sie sich in Ihrer Burg ein und leben dort als Einsiedlerkrebs. Also ich könnte das nicht. Freilich, ich bin ein alter Mann und Sie haben immer noch ein halbes Leben vor sich. Haben Sie übrigens schon gehört, dass die Deutschen eine Luftverbindung über den Atlantik einrichten wollen? Es ist höchste Zeit, dass es mit dem Tunnel weitergeht. Es hängt alles von der Finanzierung ab. Wenn Sie dafür einstehen, kann ich morgen zu bauen beginnen. Technisch gibt es keine Probleme. Die Arbeiten können jeden Augenblick wieder aufgenommen werden. Habe ich dir nicht gesagt, Papa, dass Mr. Allen jeden Tag 10 Stunden im Tunnel steckt? Ja, ich glaube durchaus, dass man mit dem Bau wieder beginnen könnte, ja, beginnen sollte.
Ich wollte Ihnen schon seit einiger Zeit entsprechende Vorschläge machen und Ihnen ein paar Zeilen schreiben, aber Ethel hat das nicht erlaubt. Sie hat gesagt, warte, bis Ellen zu dir kommt. Papa! Was fällt dir ein, das zu sagen? Ja, was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht? So böse habe ich sie schon lange nicht mehr gesehen. Sie war doch heute, als sie kam, besonders strahlend. Ich kann mir gar nicht denken, was in sie gefahren ist. Sie ist ein Engel, Ellen, müssen Sie wissen, aber sie ist mitunter unberechenbar. Also ich weiß wirklich nicht. Ich weiß es, Mr. Lloyd. Sie wollte nicht, dass Sie mir helfen. Sie wollte, dass ich die Rettung des Tunnels und meine Rettung nur ihr allein verdanke. Und nun entschuldigen Sie mich bitte, Mr. Lloyd. Sie wollen schon gehen, Ellen? Ja. Soll ich Ethel eine Nachricht hinterlassen? Nein, danke. McAllen versucht noch einmal alle anderen Wege. Er spricht bei der Regierung vor, bei Großbanken, bei Konzernen. Aber die Antwort ist überall die gleiche. Im Augenblick ausgeschlossen. So leid es uns tut, gerade angesichts Ihrer bedeutenden Leistung, Mr. Allen. In 5, vielleicht auch schon in 3 Jahren mag alles wieder ein wenig anders aussehen. Es sei denn natürlich, dass Mr. Lloyd sich noch einmal engagieren würde. Lloyd, Lloyd, immer wieder Lloyd. Also gut, dann eben Lloyd. Wie wir soeben aus gut unterrichteten Kreisen erfahren, hat sich Mr. McAllen mit der Tochter des Multimillionärs C.H. Lloyd verlobt. Er fragte sich im Gedanken, wenn du alles rückgängig machen könntest, würdest du wünschen, dass du den Tunnel nie begonnen hättest? Und er entsetzte sich über sich selbst, als sein Inneres antwortete, nein. Selbst für Maud und Edith würde er nicht sein Werk hingeben. Er hörte die Züge durch die Stollen donnern, die Züge, die triumphierend von Amerika nach Europa donnerten. Sie klirrten und brausten in seinem Gehirn und berauschten ihn mit ihrem rasenden Takt. Kaum ist der Name Lloyd mit dem Tunnelunternehmen verknüpft, beginnt das Geld wieder zu fließen. Die Arbeiten werden wieder aufgenommen. Ethel besucht als erste Frau den Tunnel. Und dann... McAllen heiratet Ethel Lloyd! Hochzeit am Gründungsort des Tunnelsyndikats! McAllen heiratet Ethel Lloyd! Hochzeit am Gründungsort des Tunnels! Bei der Hochzeit gab sich McAllen glänzend gelaunt. Niemand sollte die allgemeine Ansicht bestätigt finden, dass er sich verkauft habe an Ethel. Seine große Qual, diese Komödie spielen zu müssen, sah niemand. Bist du sehr müde? Ja. Es waren so viele Menschen. Meg, ich muss mit dir sprechen. Hör mich an. Ich bin nicht so töricht anzunehmen, dass du mich aus Liebe geheiratet hast. Du brauchst dir auch keine Mühe zu geben, so zu tun, als ob du mich liebtest. Ich verlange gar nichts von dir, Meg. Ich möchte nur in deiner Nähe sein. Du hast mir gefallen, seit ich dich zum ersten Mal sah, aber du hattest keinen Blick für mich. Für dich gab es nur deine Arbeit. Und überdies warst du verheiratet. Dann kam die Katastrophe. Und ich hätte alles gegeben, um sie ungeschehen zu machen. Aber während ich noch weinte um Maud und Edith, kam mir zum Bewusstsein, dass du ja nun frei warst. Und ich wollte dich haben. Ja, Meg, ich wollte dich haben. Und ich sah, dass es kein anderes Mittel gab als Pas Geld. Ich habe Pa angefleht und im nächsten Augenblick gedroht, ihn auf immer zu verlassen. Ich habe ihn beschworen und angeschrien, bis er endlich Ja sagte. Und dann hat er jenen dummen kleinen Witz gemacht, der beinahe alles verdorben hat. Ich weiß, ich habe nicht schön gehandelt, aber ich habe keinen anderen Weg zu dir gesehen. Hast du mir zugehört? Ja. Ja, Ethel. Gute Nacht, Meg. Allen blieb am Kamin stehen. Während er mit müden Augen durch den Raum blickte, dachte er, dass sein Leben an der Seite dieser Frau doch weniger trostlos werden würde, als er befürchtet hatte. Und nun erwachen die toten Tunnelstädte wieder.
Die Arbeitslosen strömen herbei, die Bohrmaschinen arbeiten wieder. Die schlafenden Dampfer in den Friedhöfen der Häfen stießen plötzlich wieder dicken Rauch durch die Kamine. Verstaubte Lokomotiven krochen aus ihren Schuppen und holten Atem. Die verödeten Hüttenwerke lärmten und tobten. Die Banken und Börsen waren in Erregung. Mut und Unternehmungslust kehrten zurück. Täglich spien die Stollen tausende von Waggons Gestein aus. Klippen, Sandbänke, Untiefen, Inseln wurden zu einem Kontinent zusammengeschweißt. Neue Städte wurden aus dem Schutt gezaubert. Mexity, die Tunnelstadt an der New Jersey-Küste, hatte gegen das Ende der Bauzeit schon über 1 Million Einwohner. Rund 25 Jahre nach dem Beginn des Tunnelbaus treffen schließlich auch die beiden Stollen von den Azoren und den Bermudas aufeinander. Die Unterquerung des Atlantik ist gelungen. Der Tunnel war fertig. Aus Schweiß und Blut war er gebaut. Rund 9000 Menschen hatte er verschlungen. Aber nun stand er. Und niemand wunderte sich darüber. Ich muss freilich bekennen, dass die Zeit mich überholt hat. Man hat die Rocky Mountains in kürzerer Zeit durchbohrt, als ich es hätte tun können. Die Motorschnellboote fahren heute in 2,5 Tagen von England nach New York. Riesenluftschiffe überfliegen den Atlantik in 36 Stunden. Aber Schnellboote und Luftschiffe fordern Preise, die nur der reiche Mann bezahlen kann. Der Tunnel aber gehört dem Volk, den Kleinkaufleuten, den Einwanderern. Ich kann heute 40.000 Menschen täglich befördern. In 10 Jahren, wenn die Doppelstollen ausgebaut sind, werden es 100.000 sein. 6 Monate nach dem Zusammentreffen der beiden Bohrstellen startet der erste Zug von Amerika nach Europa. In einem Schlafwagen ist der alte Lloyd mit dabei. Vergesst nicht, ein Telegramm zu schicken, sobald ihr im alten Europa seid. Werden wir, mein Kind. Wir bleiben nicht lang. In 2 Tagen sind wir wieder da. Der Rekordteufel wütete. In der ersten Stunde hatte Allen den Rekord für elektrische Züge gebrochen. In der zweiten war er den Weltrekorden der Flugmaschinen auf den Leib gerückt. In der dritten hatte er sie geschlagen. Die letzten 50 Kilometer führte Allen. Er hatte 24 Stunden nicht geschlafen, aber die Erregung hielt ihn aufrecht. In wenigen Minuten mussten sie ankommen und sie zählten die Kilometer und Sekunden. Die Signallampen fegten vorbei. Plötzlich blendete weißes, grausames Licht ihre Augen. Das Tageslicht. Sie waren mit 12 Minuten Verspätung in Europa eingetroffen. Eine Zeitungsmeldung aus dem Jahr 1985. Ein Forscherteam in den USA beschäftigt sich mit dem Projekt einer U-Bahn, die in einem Transatlantiktunnel die Strecke New York-Moskau innerhalb von 54 Minuten zurücklegen soll. Sie hörten eine Szenenfolge von Helmut Svoboda nach dem gleichnamigen Roman von Bernhard Kellermann. Der Erzähler war Günther Sauer, der Sprecher Martin Umbach. McAllen, Karl-Michael Vogler. Maud, Helga Storck. Lloyd, Wolfgang Büttner. Ethel, Kerstin de Ana. Und Hobby, Peter Fricke. In weiteren Rollen hörten Sie Peter Bertram, Paul Bürks, Gernot Duda, Hans Martin, Robert Owens, Franz Rudnick, Herbert Tiede und Alfred Uranka. Musik Hermann Josefs. Regie Wolf Euber. Regieassistenz Antje Wegener. Ton und Technik Monika Dollmann und Peter Jütte. Redaktion Gabriele Englett.